Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen in Heikes Landhausgarten. Heute startet mein YouTube-Kanal Heikes Landhausgarten. Heike, das bin ich, und das hier rundherum, das ist mein großer Landhausgarten. Ihr dürft mich hier durch diesen Garten begleiten und ihr könnt jetzt in jedem Video sehen, was so im Laufe des Jahres hier in meinem Garten passiert. Freut euch drauf! Heute möchte ich mit euch das erste Mal einen Gartenrundgang machen. Ein Gartenrundgang im April 20. Kommt doch einfach mal mit. Vor der Haustür ein paar Schalen und Töpfe mit Frühlingsblumen bepflanzt. Hier vorne auf dem Hof haben wir ein schönes blühendes Frühjahrsbeet mit den typischen Frühjahrsblumen da drauf. Und hier jetzt mal schöne rote Tulpen, die den hinteren Teil des Beetes schön bunt machen. Kleine gelbe Hornveilchen. Hier, das wird ein Ehrenpreis, der wird so in circa 3 Wochen, schätze ich mal, in einem schönen Blau blühen. Goldlack in vielen Farben, Osterglocken, eine blaue Traubenhyazinthe. Hier haben wir ein weißes Beet mit Hornveilchen und Lappkraut. Dahinter blüht jetzt richtig schön blau der Rosmarin. Wieder weißes Lappkraut, das zwischen den Rosen blüht. Weiße Hyazinthen. Auch nochmal ein kleines Frühjahrbeet. Hier haben wir eine kleine Frühlingsblume, die ähnlich aussieht wie der Goldlack, aber die wird nur 20 cm groß, auch wenn die lang steht. Die wird einfach nicht größer. Ich weiß nicht, ob das Goldlack ist. Wenn ihr das wisst oder sagt, das ist eine andere Blume, dann schreibt das doch bitte in meine Kommentare. Hier haben wir eine Pfingstrose, die zu Pfingsten sehr schön in rosa-pink blüht. Wir sind hier immer noch auf dem Hof und haben hier ein Beet, wo im Hintergrund der weiße Rhododendron jetzt anfängt zu blühen. Da geht gerade einer und sucht sich sein Futter. Hier haben wir jetzt eine Strauchpfingstrose, wo sich schon bald die ersten Knospen öffnen werden, und ich denke, dass sie bald anfängt zu blühen, so dass ich in 1 oder 2 Wochen mit den Videos euch diese schönen Blüten zeigen kann. Wie ihr das eben ja schon bestimmt gesehen habt, haben sich hier auf diesem Beet etliche und ganz viele, vergiss mein nicht, selber ausgesät. Das ist jedes Jahr so. Da sind hier Unmengen von schönen hellblau blühenden vergiss mein nicht. Hier haben wir einen Johannisbeerstrauch, der ist uralt, der steht schon ewig hier und der hatte letztes Jahr wirklich kaum noch Früchte getragen. Da haben wir den runtergeschnitten, weil wir dachten, ja, der ist eh kaputt, und jetzt kommt er wieder raus. Ich bin mal gespannt, ob der in diesem Jahr wieder schöne Johannisbeeren trägt. Der Rhabarber kommt so langsam. Ein Beet mit kleinem weißen Immergrün. Da habe ich vor Jahren mal eine Pflanze oder zwei Pflanzen hier hingesetzt und das hat sich jetzt alles schon so weit ausgebreitet. Ein bisschen Gras dazwischen. Hier unser Gemüsebeet, das ist noch die Katastrophe. Wir haben jetzt Anfang April, das Wetter war dieses Jahr lange schlecht. Es ist erst seit einer Woche gut so, dass man wirklich richtig rausgehen kann. Ja, hier sieht es also noch ganz, ganz schön schlimm aus. Ich weiß, hier muss ich rein und werde ich nächste Woche auch tun. Hier standen sonst immer Tomaten, die sind aber nicht so gut geworden, weil hier dieses Dach
dieses Dach, ihr seht das, da ist ein Dach, aber das hat keine Wand. Also die Tomaten stehen nicht an der Wand und darum werde ich es einfach mal versuchen, dieses Jahr hier Gurken rein zu pflanzen. Das hat jetzt ja noch ein bisschen Zeit und das Unkraut, das kommt einfach nächste Woche weg. Hier steht noch ein Beet Stangensellerie, vom letzten Jahr. Ja, den muss ich, glaube ich, auch wegmachen. Hat da jemand Erfahrung? Kann man den einfach stehen lassen und dieses Jahr wieder ernten? Wenn das so ist, dann schreibt das bitte in meine Kommentare. Hier unsere Tomatenecke. Da habe ich auch dieses Jahr noch gar nichts gemacht. Da wächst noch fleißig alles so, wie es meint. Hier eins meiner Lieblingsbeete hinter dem Haus. Das wächst also jedes Jahr wirklich so von alleine und ist wunderschön. Entschuldigt das, wenn die Aufnahmen vielleicht noch nicht so richtig werden, aber es ist mein erstes Video, was ich drehe. Hier, das ist meine Lieblingsblume, der Goldschlag. Den habe ich auch, glaube ich, vor 15, 20 Jahren hier mal gesät. Hier auch wie dolle und verrückt und ich liebe den einfach. Eine Ringelblume. Die Ringelblumen habe ich hier vielleicht so vor 15 Jahren mal ausgesät und die blühen jedes Jahr aufs Neue. Hier unten sehen wir unsere Obstwiese. Da haben wir also ganz viele Bäume, Birnenbäume, Apfelbäume, Pflaumenbäume. Und zwei Kirschbäume. Vier Bäume werden noch dieses Jahr wieder gepflanzt, weil wir leider vier alte Bäume wegmachen mussten. Der Birnenbaum hinterm Haus ist jetzt voller weißer, schöner Blüten. Und er ist riesengroß. Sieht wunderschön im April jetzt aus. So, liebe Leute, ich hoffe, der Gartenrundgang hat euch gefallen. Ich bedanke mich nochmal bei euch, dass ihr mitgekommen seid und ich hoffe, dass wir in der nächsten Zukunft noch häufiger mal gemeinsam durch meinen Garten gehen. Die Videos werden immer sonntags um 12 Uhr bei YouTube eingestellt. Das sind dann interessante Themen rund um den Garten das ganze Jahr. Einmal im Monat ist dann auch immer ein Gartenrundgang dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, natürlich mit der Glocke. Tschüss!